Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Lands of Lore 3 begrüßen zu dürfen. Wir sind hier im Wald von Gladstone, haben schon relativ viel vom Wald hier entdeckt, aufgedeckt, haben noch drei Gegenden, wo wir noch uns anschauen können. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Also noch sehe ich jetzt nicht, wie es weitergeht. Da unten haben wir das Portal, da müssen wir eigentlich nicht mehr rein. Eigentlich sollte es geschlossen sein, glaube ich, aber ich glaube, es ist einfach offen geblieben, damit man nochmal rein kann oder so irgendwie. Vielleicht wird es auch erst geschlossen, wenn der Spiegel komplett fertiggestellt ist. Wahrscheinlich ist es so gemeint. Erst muss der Spiegel fertig sein. Da oben, das sieht auch aus, als ob es da ein Portal reingehen könnte, zu einer Art Erdwelt. Aber im Moment gibt es da definitiv noch nichts. Vielleicht war das auch einfach nur ein Bergwerk. Ich weiß es nicht. Lass uns jetzt einfach mal ein bisschen die Gegend weiter anschauen. Ich würde jetzt einfach mal hier... hier weitergehen. Tja, Pech für dich. Wir kommen da nicht hoch. Ah. Das sah eigentlich aus, als ob man da laufen könnte. Kann man auch. Und wie es aussieht? Ah, du willst es doch nicht anders, oder? So. Haben wir hier noch irgendwo was? Nee. Aber so wie es auch aussieht, kommen wir da raus, wo ich gedacht habe, dass wir auch rauskommen. Ah ja, genau. Machen wir das Ganze größer, da machen wir das Anschauen weg. Oh, Moment mal. Guck mal, da ist wieder das Ding. Da scheint ein Portal zu sein. Okay, ich glaube, wir haben ein Portal gefunden. Was ist denn das? Da ist eins. Glaubst du denn? Das ist das Zeug, aus dem Welten bestehen. Reine Energie möglicherweise. Ja, das sieht uns auch wieder an. Dann lass uns mal hier so wegmachen. Da haben wir dann ein... mit was für einer Farbe habe ich denn das da unten gemacht? Schwarz. Hm. Ja, okay, machen wir es auch wieder schwarz. Hoppala, das war nicht ganz richtig. So. Also da kommen wir auf jeden Fall rein. Bevor wir da aber reingehen in die nächste Welt quasi, schauen wir uns das da oben noch an, wo es dahin geht. Ich bin einfach jetzt halt mal, ich will es jetzt einfach mal ein bisschen hier die Dings richtig aufdecken. Damit wir die Welt hier komplett sehen, fertig haben hier. Jetzt fängt es wieder an zu ruckeln. Keine Ahnung, warum. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich ein paar Folgen aufnehme oder so, nach irgendeiner Folge fängt es an zu ruckeln. Irgendwie sehr, sehr seltsam. Okay, ihr zwei bekämpft euch gegenseitig. Ah, dann macht mal. Beziehungsweise ich helfe dir mal. Naja, nicht ganz so, wie ich es eigentlich vorgehabt habe, aber... Ah. Das sieht auch interessant aus hier. Okay. Ins Wasser dürfen wir nicht. Im anderen Wasser können wir schwimmen, aber in dem können wir nicht, obwohl wir schwimmen ja eigentlich auch nicht wirklich. Okay, also hier ins Wasser dürfen wir definitiv nicht geraten. Das wäre ungesund für uns.
Ah. Okay. Also, es ist definitiv ungesund, wenn man ins Wasser geraten, oder? Nee, hier geht's auf einmal. Aber wir kommen nicht weit weg. Okay, es geht mit dem Wasser, aber wir kommen hier, wie ihr seht, wir können nicht schwimmen. So, hier kommen wir wieder raus. Aber es war ganz schön eng. Kann man nicht anders sagen. So, und jetzt sind wir auf der Seite, wo wir gesehen haben. Was ist denn das hier? Tote Fische. Und das sieht doch auch aus. Also das, meiner Meinung nach, sieht es aus, als ob hier auch mal ein Portal entstehen könnte. Also es sieht für mich ganz danach aus, als ob da ein Portal entstehen könnte, aber im Moment keins ist. So, ist da ein Portal am Entstehen? Ich schreibe es mir mal so auf, dann weiß ich das nämlich. Könnte mir nämlich vorstellen, dass wir jetzt hier das eine Portal haben und wenn wir da drin waren, entsteht irgendwo ein anderes. Vielleicht hier, vielleicht da. Das könnte ich mir vorstellen, dass es halt so gemacht ist, dass wir immer nur in das nächste Portal reingehen können, wo... Ja, ihr wisst schon. Wir kommen aber nur wieder zurück hier. Im Moment sieht es aus. Halt, von da sind wir gekommen. Das heißt, da geht es auch weiter. Ja, genau. Und jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Dann haben wir hier noch was. Das ist, glaube ich, so die Nester von den... Von den Dingern hier. Und das sind doch diese Dinger, wo man auch im Dunkeln sehen kann, glaube ich. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir davon auch welche da haben. Das waren doch diese Dinger hier, oder? Moment. Die hier, die Lampling-Eier. Ja, genau. Das waren die Dinger zum Sehen. Dann haben wir hier also Nester. Vielleicht kommen die auch immer wieder. Wow. Irgendeine Ecke und bringst die schnell selber hoch. Du kriegst auch noch dein Fett weg. Eine Menge Zeit sparen und ich habe es furchtbar eilig. Sorry, das war eigentlich jetzt nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte euch eigentlich nicht töten. Ich bin nur auf die falsche Taste gekommen. Ja, super. Aber dafür sind wir jetzt auf Rang 6 vom Dings gekommen. Naja, auch nicht schlecht. Hast du eigentlich Hunger? Nee. Dann gehen wir wohl mal ins andere Portal rein, wo wir da gesehen haben. Und schauen mal, wo wir da rauskommen werden. Sind wir noch richtig? Ja, wir sind noch richtig. Hier lang. Ich bin echt mal gespannt, wo wir da rauskommen werden. Also, da wir jetzt alle Karten hier fährt, alles hier aufgedeckt haben, in Gladstone nichts mehr zu tun ist, in dieser einen Portal nichts mehr zu tun ist, denke ich, das ist das Einzige, was wir jetzt noch machen können. Hier durchgehen.
Da sitzt jemand. Okay. Das sieht aus, als ob das hier so eine Gegend der Amazonen wäre oder so irgendetwas. Und der Turm scheint wichtig zu sein. Ja, ich bin mal gespannt. Und es sieht sehr, sehr kalt aus. Oh, schön. Jetzt ist es also plötzlich Winter. Ja, von Feuer in Winter. Nett, oder? Okay, also hier war das Portal. Der weiße Turm. Okay. Nee, im ersten Teil, das war das weiße Schloss, glaube ich. Das ist aber der weiße Turm. Ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun. Kann man die Dinger aufschlagen? Nee. Ja, dann wäre auch ein Zeichen auf, erschienen. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, die Amazonen sind uns freundlich gesonnen. Ich glaube es aber wahrscheinlich eher nicht. Du bist aber eine zähe kleine Kröte, was? Na. Hat aber nicht viel Schaden gemacht bei uns. Wir dafür umso mehr. Eiswürmer, ganz ähnlich die Falltürspinne, leben diese augenlosen Würmer in kleinen Aushöhlungen unter dem Eis der gefrorenen Einöde. Sie verstecken den Zugang zu ihrer Höhle unter ganz unverdächtig aussehenden Fels- und Eisformationen. Ihre Fähigkeit, schnell zuzuschlagen und dann wieder unter das Eis zurückzuziehen, macht sie zu furchterregenden Gegnern. Eiswürmer sind von Natur aus fast immun gegen jede Form von Kälteschaden. Ihr hartes, geripptes Exoskelett schützt sie vor fast jeder Art von körperlichen Schaden. Am besten eignen sich noch Stichwaffen, um ihre dicken Panzer zu durchbohren. Okay. Mir ist hier zu kalt. Ich will lieber wieder zurück ins Ding gehen. In die Vulkaninsel. Die war mir ein bisschen sympathischer. Da war es schön warm. Andererseits, naja, vielleicht auch nicht. Ich glaube, das eine ist zu warm, das andere ist zu kalt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hier ins Wasser nicht reinspringen sollten. Das könnte wahrscheinlich zu Erfrierungen führen. Du findest mich doch attraktiv, oder? Kann man da auch irgendwo noch schön hingehen? Ich speichere mal ab, ich will mal was ausprobieren. Und zwar, wenn wir hier runterspringen. Wo es hier hingeht. Ah, nee. Ach, das geht wahrscheinlich nur wieder zurück, oder? Ah, und hier können wir wieder rüberspringen. Alles klar. Dann geht der Weg hier nur hier lang. So. Ist das irgendwas Interessantes? Ja, es ist was Interessantes. Das ist Teerdinger. Ja, das hier. Teerkristalle. Diese goldbefleckten Kristalle bilden sich rund um unterirdische Teergruben. Nicht allzu häufig. In ihrer reinen Form sind sie zwar nutzlos, doch in der Mischung mit anderen Zutaten haben diese Kristalle sehr erfreuliche Wirkungen. Teerkristalle können mit verschiedenen anderen Zutaten der Pharmatopie zu wirksamen Rezepturen vermischt werden. Hatten wir da irgendwas Schönes von den mit diesen Kristallen? Ja, Haftgummi. Da brauchen wir noch die Sumpffleischwurzel und die Geldenbeere. Geldenbeere wissen wir so, wo wir sie herbekommen. Das hier wissen wir noch nicht. Und Sumpf, glaube ich, gibt es hier auch nicht wirklich. Oh, hier hat man was. Die Pyra-Kapsel.
Mit einer Alrauna. Und der Säurebeutel. Ja, okay. Alles klar. Ich schreibe mir das mal auf mit Teer. Vielleicht kann man da irgendwann mal noch weiteren Teer wieder rausholen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Was ist denn das da drüben? Komm aber, glaube ich, nicht einfach so hin. Eieieiei. Und was ist das da? Ja, das sieht hier sehr gefährlich aus. So, jetzt müssten wir doch dahin kommen. Bin interessiert, was das genau ist. Badam, badam, speichern. Nicht, dass wir wieder nicht wieder zurückkommen. Ah, das war ein Skelett. Mit einem Stachelschild, glaube ich, müsste es gewesen sein. Haben wir schon. Das haben wir schon. Aha. Das war so ein Teil, wo wir auf jeden Fall gebraucht haben, glaube ich. Eiszapfen. Ein kleiner spitzer Eiszapfen, nicht allzu häufig. Diese Zapfen scheinen keine besondere Eigenschaft zu haben. Obwohl sie keine eigenen magischen Fähigkeiten haben, sind diese Eiszapfen aus der fröstlichen Einöde doch hervorragende Katalysatoren, wenn man sie mit anderen Zutaten mischt. Hat man doch auch schöne Sachen, glaube ich. Ja, das hier, Eiszapfen mit Silberblatt für eine Mana-Kapsel. Ne, das war auch Alrauna, genau. Das war auch kein Eiszapfen. Ja, haben wir noch was für den Seelenbalsam. Sandkruste haben wir Aloa-Blatt, Seelenbalsam. Vergiftung, Wunden heilen. Ja, auch nicht so schlecht. Und Lebensegel könnte man doch auch noch brauchen. Aber dazu brauchen wir auch noch andere Sachen. Und da brauchen wir auch noch, also, ja, das ist eine Zutat, die braucht man relativ häufig, wie es aussaut. Und hier, was ist das jetzt? Das ist der Frostsamen. Okay. Ich weiß das, aber du musst dafür in deine Aufzeichnung. Beim Aufprall auf dem Boden entstehen aus diesem Gegenstand mehrere Eiswände, die allerdings auch wieder zerstört werden können. Sowas wie dieses Felsdinger, die wir schon haben. Okay. Uff. Ja, das Spiel hat auch sehr, sehr viele Hüpfpassagen, habe ich so den Eindruck. Ja, ich schau mal, ob ich da rüberspringen kann, ob da irgendwas war. Ach, das. Na, da sind wir ja nur wieder da, wo wir schon vorher gewesen sind. Ah, die da wollen wir noch mitnehmen. Schlimmsten Fall kann man sie verkaufen. Lauf mal hier auch richtig. Da gab es, glaube ich, noch was. So. Was für ein kleines Labyrinth hier. Ja, so Hüpfpassagen scheint es in dem Spiel wirklich zuhauf zu geben. Okay, hier scheinbar wieder rauszukommen. Da war noch Eiskristall, aber da will ich jetzt nicht zurückgehen. Okay, dann sind wir hier erstmal fertig. Liegt hier was?
Okay, da geht's auf jeden Fall ziemlich weiter. Und hier. Geht's auch ziemlich weiter. Jetzt haben wir die Möglichkeit nach Norden oder nach Süden. Ja, Norden sieht schon aus, als ob es da ziemlich. Ziemlich wichtig aussieht. Gehen wir mal ganz kurz nach Süden. Oh. Was war das jetzt? Ja, Saberus, Säbelzahntiger. Ich glaube, der ist hier irgendwo in der Nähe. Das sieht danach aus, als ob dem seine Höhle wäre. Okay. Das könnte natürlich noch schwierig werden. Ich habe im Teil 2, da waren wir ja auch in so einer Gegend, die ziemlich ähnlich war wie die hier. Ja, ich habe da irgendwie in Erinnerung, dass der ziemlich heftig wäre. Von daher speichern wir mal einfach mal und machen es beim nächsten Mal. Dann schauen wir mal, was wir mit dem machen können, ob wir was machen können oder ob wir hoffnungslos unterlegen sind. Andererseits, wir haben ein ziemlich gutes Schwert. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.